Hallo meine Lieben, grüße euch ganz herzlich. Wir sind im Auto, Papa ist hier mit dabei. Schaut immer so zuwider, wenn ein Auto fährt. Also immer so böse. Wir haben die Luisa dabei und den Kleinen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, um Lebensmittel einzukaufen. Ganz typisch für uns, für Samstag. Und ja, wir gehen einmal unseren Standardweg. Hofer, Merkur, die Leute, die unsere Foodhalls kennen, wissen Bescheid. Wir gehen immer zu diesen zwei. Also zum Discounter und dann zum Rewe sozusagen. So wie Rewe. Ja, und danach wollen wir Couch-Sofas uns anschauen, weil... Testen. Anschauen, oder? Wie testen. Ja, ich brauche liegen. Genau, ob es gemütlich ist. Drauf sitzen. Wir haben ja eine Couch, das wisst ihr. Aber die hat... die haben wir schon zweimal reklamiert, die hatte. Die ist halt... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Die ist zwar okay, aber irgendwie hat sie so ein Manko, ein Qualitätsmanko. Und die wurde schon öfter reklamiert. Also laut Mitarbeiter von diesen XXX Lutz wurde diese Couch jetzt tatsächlich schon öfter reklamiert. Und deswegen dürfen wir uns eine andere Couch aussuchen. So. Ja, nur waren wir gestern schon ein bisschen unterwegs und es ist schwierig, eine Couch zu finden, die schön ausschaut, aber auch in unser Wohnzimmer passt, von der Größe her. Weil du ein fetter Budget hast. Es geht nicht um fettes Budget. Das Ding ist, die Couches, die uns gefallen, sind für uns zu groß oder natürlich zu teuer. Manche kosten 10.000 Euro oder so, wo ich mir dann frage, okay, wow, 10.000 Euro. Und, ja, yeah. Die Couch, die mir gefällt, da sagt der Papa nee oder umgekehrt und das ist dann schwierig. Ja, das passt nicht rein. Deswegen gehen wir jetzt schnell Lebensmittel einkaufen und dann nehmen wir alle Kinder mit, also auch die Großen, weil die Großen sollen da mitentscheiden. Das war das wirklich so ein Käse? Ja. Ja. Mit Oliven oder? Aber in Öl eingelegt. Aha, aber es gibt noch keinen anderen in Öl eingelegt. Das gibt mit Oliven. Ja. Ja, kaufen wir dann auch was. Ja. Unser Einkaufszwischenstand, viel Obst und Gemüse. Nein, ja doch. Obst, Bananen, Obst und dann viel Gemüse. Diesmal sind wir zwar auch wieder hungrig einkaufen gegangen, aber mit System. Wir haben uns eine Liste aufgeschrieben, was wir kochen, dass wir nicht so viel Blödsinn einkaufen. Die Liste aus unserem Online-Shop. Der Link ist immer unten in der Infobox. Genau, wir haben zwei Listen. Zwei Listen. Große Familie. Und der Kleine, schaut mal, wie süß der schläft. Ich könnte ihn aufessen. Na komm, Luisa, gehen wir weiter. Oh, mein Gott, ein Eis. Schaut sie, die Luisa will Eis. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Der Papa ist quatschig. So, schaut mal unsere Einkäufe. Wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Das müssen wir alles raufschleppen. Ich muss dringen. Was? So, das kannst du danach machen. Jetzt geht's nicht mehr, den ich in die Hose gemacht habe. Boah, das ist ein bisschen schwer, Papa. Ob es am Boden gefallen ist, weiß ich auch nicht. Yep. Wir haben so Brote gekauft, die lasse ich jetzt aber hier, weil wir gehen ja gleich Couch-Sofa schauen. Und für die Kinder was zum Snacken. Boah. So, ich trage das mal rauf. Wir haben jetzt in Windeseile die Einkäufe jetzt schnell auf den Tisch geworfen. Zumindest, also alles auch verräumt, was in den Kühlschrank gehört. Und den Kühlschrank und die Sachen, die müssen dann woanders hin. Aber das lassen wir jetzt dabei so. Weil wir wollen ja jetzt schnell losfahren. Wir haben jetzt noch knappe 4 Stunden, bis die Geschäfte schließen. Wir wollen uns unbedingt noch einige Sofas anschauen. So, der Party wollte sich nur noch ein Stück Osterstritzel mitnehmen. Und ich esse mein Kinder-Country. Ich liebe Kinder-Country so sehr, Papa. Okay. Aus. Ich liebe dich auch, aber Kinder-Country liebe ich mehr. Nein. Ich liebe Latte. Mehr als mich.
ein Auto voller Kinder. Der Patrick und die Lara sitzen ganz hinten. Die Michelle, die Luisa und der Kleine sitzen in der Mitte und der Papa fährt. Und ich bin hier. Und ich erkläre das mal kurz, weil ganz viele Fragen wegen Luisa Schnuller ist, weil ich ihn jetzt gerade gesehen habe. Ja, die Luisa, seitdem er kleiner auf der Welt ist, hat sie so eine Art, wie soll ich sagen, sie möchte nochmal Baby sein. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, in der Story habe ich das schon mal erwähnt. Sie möchte halt nochmal Baby sein und man merkt, dass sie da so eine kleine Veränderung macht. Sie ist nicht eifersüchtig in dem Sinne, dass sie irgendwie bösartig ist zu ihrem Bruder oder irgendwie sonst irgendwas, aber man merkt halt, dass sie das vermisst, ein Baby zu sein. Baby zu sein ist auch was Cooles, oder? Ja, deswegen darf sie den Schnuller halt haben. Sie soll ein bisschen sich das nochmal ausleben dürfen, quasi nochmal ein bisschen Baby sein. Dieselbe Phase hatten wir mit der Lara. Als die Luisa zur Welt gekommen ist, da ist ungefähr der gleiche Unterschied zwischen denen. Die Lara wollte damals nämlich nicht mehr in den Kindergarten und wollte immer bei uns zu Hause bleiben. Also bei mir mit dem Baby und da haben wir sie auch zu Hause behalten. Also wir lassen die Kinder einfach so ganz, sie muss sich jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen. Wenn sie jetzt einen Stuller braucht, soll sie halt jetzt ein bisschen einen Stuller haben. Das ist ja kein Drama. So meine Lieben, wir sind jetzt bei Blues. Die müsste die Michelle hier schon eine. Die Michelle hat ihre Maske. So, die Familie hat sich schon gemütlich gemacht. Wir wollen diese Couch. Aber die ist auch gut. Ich mag sie nicht. Was ist das hier, diese Ecke? Diese Ecke? Das liegt nicht mit dem Kopf. Schau, wie die Lara, die zeigt das vor. Lara zeigt vor. Die Lara dient hier als Vorlage, oder was? Ja. Nicht mit den Füßen um? Ja, genau. So liegt man da und dann schaut man fern. Da, unser Fenster ist auf der anderen Seite. Mann, bitte, Papa, du bist so komisch. So, was spricht dagegen? Schau mal auf die Masse. Ah, das ist auch gut, ja. Mit dem Motor kostet es viel. Jetzt geht es nicht aus, es ist ein halbes Meter zu lang. Halbes Meter zu lang? Ja? Lüge. Du lügst nur, weil sie dir nicht gefällt. Nein. Ich schwöre, Digga. Was sagst du zu diesem Sofa? Das ist langweilig. Der Papa, hast du vor, welche von uns loszuwerden? Arbeitet ihr beim Blut oder was? Wieso beim Blut? Kauf das, das ist besser. Das würde sich ausgehen. Aber wir haben hier nicht alle drauf. Wir haben 2,98, also 20 cm kürzer in der Länge. Na, kürzer auch noch. Cool. Ich sage euch, wir können uns nicht einigen. Ja, der Vati sagt, dieser Sofa ist okay, oder? Du suchst immer kleine und hässliche Couch. Mama muss neben dem Fernseher stehen. So. Ja. Aber was sagst du zu dir? Um 6 Uhr? Nein. Das ist nicht so schön. Schätze, die Oberziege bist du, weil ich will die graue Couch. Die große, ich will die ganz, ganz große. Ich gar nicht mehr. Die ist so mich drauf. Das gefällt dir, Michelle? Ja, die gefällt mir. Das erste Mal hat die Michelle gesagt, das gefällt dir nicht. Jetzt gefällt dir, Michelle. Gefällt ihr euch wirklich? Mir gefällt der Sofa. Was drückt ihr? Nimm das weg! Warte kurz! Die gefällt mir doch nicht, die ist zu klein. Au, es ist nicht so bequem. Das ist die Couch, die am wenigsten schlecht ausschaut. Ja. Ja, sag ich die ganze Zeit. Aber das ist nicht die optimale, ich möchte die graue. Die graue war optimal mit dieser komischen Folge. Ich will die graue. Wenn wir nicht die Wand einreißen, können wir den Balkon aufreißen. Und dann? Wir versetzen einfach die Fenster noch weiter aus. Wir brauchen den Balkon sogar. Ein Sofa holen, mehr nicht. Wir brauchen den Balkon gar nicht. Bitte, können wir gar keine Couch brauchen. Schau mal, Lara, Haare an. Ich weiß. Deine Haare? Ich weiß das. Bitte greif mich nicht an, au! Das hat wehgetan. Lara, mach mal. Hat wehgetan, hast du es gehört? Wo jetzt? Nein. Schau, was? Fassen wir den Papa an. Hey, nicht den Kopf. Familie-Debatte. Das geht doch nicht raus, oder? Sie rutscht mal ein bisschen zum Patrick rüber. Ich kann nicht. Wieso nicht? Bewegt einen. Oh, stoß mich nicht. Warte mal. Und? Ist das gemütlich? So. Wir müssen zu McDonald's. Wir müssen zu McDonald's wieder. Aber ich. Wer hier? McDonald's. McDonald's. Warte, magst du auch McDonald's? Jo, Patrick, machst du dazu? Machst du zum Burger King? Nein. Please! Please! Please!
Can you go to McDonald's and get some Nuggies? Okay. Hast du so bei der deutsch-englischen Arbeit geschrieben? Please no. Can I go to McDonald's? So, kurz Storytime. Wir waren jetzt in zwei verschiedenen Lutzhäusern. Gestern waren wir in drei. Wir haben keine Couch gefunden, nichts. Sie haben uns 20.000 Couches angeschaut. Entweder sie gefällt mir, ist zu groß, passt nicht ins Wohnzimmer, zu teuer, zu hässlich, zu klein. Also der Papa sucht sich immer die ganz kleinen aus, so als wenn wir jetzt. Ja, wir sind ja nicht lang. Ja. Und jetzt gehen wir zu McDonald's, hat der Papa entschieden. Ja, er hat gesagt, abbauen, oder was? Er hat gesagt, er ladet, ja, nicht gesagt. Er ladet uns alle auf McDonald's. Aber ich sehe zu. Nein, um 19 Uhr spät ist es zu, oder? Wenn du jetzt zum Schalter gehst, weißt du, was der Schalter sagt? Geh du faule Sack nach Hause und koch was. Ja, koch dir was, du fauler Hund, oder? Ja. Also, was wollt ihr? Big Mac Grande, Chicken House. Chicken House? Patti, was willst du? Immer. Das, was du immer willst. Und Fish Light, Sour Cream. Und Chicken Nuggets und Pommes. Ich will auch ein Hamburger Röhrchen. Was ist Ihre Bestellung, bitte? Können wir die Karte einscannen? Ja, bitte. Ja. Machst du ein Menü? Ja. Ja. So, so. Da, nimmst du die Karte hin? Ja, sofort, Sekunde. Was? Jawohl. Rechnung kommt. Ja. Jawohl. Danke. Danke. So, wir haben uns jetzt aus einem McDonald's geholt, beim Goldenen M heißt es auch. Ich habe einen Hamburger Royal, der ist wie Papa, das ist der Papa nicht immer. Ist aber lecker, oder? Ich mag kein Big Mac mehr seit der Schwangerschaft. Das schaut lecker aus. So, meine Lieben, wir sind gerade eben nach Hause gekommen. Wir sind so müde. Es ist gar nicht spät, aber dieses Gehen, Couch anschauen. Dank Corona sind wir nicht mehr gewohnt. Ja, scheinbar sind wir das nicht mehr gewohnt. Die Kinder sind hier am Tisch versammelt, die haben Slime gemacht. Wir haben wieder Wäsche. Der Papa hat hier gleich wieder zwei neue Wäschekörbe rausgebracht. Man könnte glauben, wir machen nie Wäsche, aber bei uns ist es Standard. Wir sind so viele, schaut euch mal an, viele Körper damit. Ja. Einer fehlt hier noch. Ja, der Patrick fehlt. Ein Körper oder eine Wäsche? Ein Körper. Hier ist noch ein kleiner Körper. Der macht am meisten. Am meisten, am meisten, am meisten. Und hier wird mit Slime gespielt. Das ist noch ja, ich mache Einhorntorte. Wir, der Papa hat jetzt Bock auf herumschieben. Wir schieben jetzt unser gesamtes Wohnzimmer herum. Der Teppich ist weg. Wir schieben das nach vorne. Ich hab's okay. Auf den großen Sofa. Ja. Schnell komm, wir ziehen. Zieh. Okay. Stopp. Der Kleine macht das nicht. Schieben! Achtung, Lisa! Stopp! Lara, du bist nicht überfahren. Michelle, hol den Staubsauger. Wie viele Socken? Schau mal, das sind die ganzen Socken. Mama, ich war dieser Wischerdings da so wichtig. Die Socken! Hier! Über zwei Tage. Jetzt werden wir die Pickerbein wieder nicht kaufen. Schaut mal, haltet euch. Das ist von 16.12.2020. Warum sind hier Socken? Ja, weil keine Schuhe gibt. Und sogar Playmobil-Puppen schlafen. Sogar Korken. Hey, der grüne Stabilo-Stift, schau. Hey, mein Kugelschreiber. Wo ist denn? Und die ganzen Karten. Und Essen. Luisa, Lara. Und noch mein Stift, schau mal. Und die ganzen Puzzles. Ich werde verrückt. Schieb mal diesen Scheiß oder ich verbrenne sie. Ja, jetzt machen wir hier sauber. Wir haben jetzt die Couch nach vorne geschoben. Wir haben jetzt auch ein bisschen hier sauber gemacht. Haben wir gleich genutzt. Und jetzt sagen alle, das schaut voll toll aus. So. Ich finde, das sieht toll aus. Aber wir brauchen. Aber Papa, wenn wir die Couch hier weiter schieben, dann ist das nicht mitten im Gang. Wo das ist voll die Lücke hier. Wir haben ein kleines Wohnzimmer und viele Kinder. Nein, Diana, wir haben ein kleines, du willst ein größeres Sofa. Wenn es 150 Quadratmeter Wohnfläche hast, dann brauchen wir noch größere, weil das Sofa, das du gesucht hast, noch größer ist. Wir haben zu viel Zeug auf jeden Fall. Guck dir das an. Das muss alles weg. Wer braucht die Küche noch? Spielen wir in der Küche noch? Bitte, ja. Michelle. Boah. Ich spiele noch mit der Küche. Ja, Michelle, keine Angst. Wer braucht Michelles Zimmer? Du bist hier nicht unten. Hallo. Du bist aus, immer bei deinen aus. Freundinnen. Das reicht schon. Kannst du wieder bei mir schlafen? Oh, ja. Die kaufen ein Hochbett. Ja. Und dann machen wir unser Esszimmer in dein Zimmer. Ja! Da ist ja gar keine Privatsphäre mehr. Oh. Und du brauchst eine Privatsphäre, bitte.
Ich habe eine Idee. Wir holen den Tisch aus der Küche her. Warte, nimm den Maßband, miss es ab. Und schau mal, ob wir es. Miss es. Papa, ich will einfach schauen, ob der Tisch Platz hat. Miss mal den Tisch ab. Pass auf. Der Tisch ist 1,06 Meter. Bitte. Bis daher. Das liegt sich locker. Warte, beruhig dich. Aber was ist mit der Breite? Genau. Ja, Mama. Die Länge von deinem Gitz. Ja, und bla bla bla. So, 90 ist breit. Wow. So, so ist breit. Bleib frech, du. Ich auch. Ich auch. Bleib frech, okay, du. Wir nehmen so eine Bank hier. Welche Bank, Diana? Die Bank? Hey! Eine Sitzbank. Zum Bock, hey, dann überlegen noch drüber. So, meine Lieben, wie ihr seht, wir haben die Couch immer noch ganz vorne geschoben. Wir können uns ehrlich gesagt nicht entscheiden, ob wir das so lassen. Aber dann hier nichts oder besser gesagt ein Esstisch. Natürlich müsste das hier ganze Zeug hier weg. Ja, die Kinder haben ihren Spaß, ha? Ich will fangen. Ist das lustig? Ich bin früher noch nie hinter den Sofa gelaufen. Die Luisa. Ist das lustig jetzt so? Ja. Ah, gut, meine Lieben. Ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Und bin so müde. Ich sag's, ich bin so kaputt, obwohl es nicht mal so spät ist, oder? Es ist erst 9. Ich könnte sowas von weg. 9? Ja. Das ist schon spät. Ja. Cringe. Okay, unser Internet brauchen wir noch. Lara. Dankeschön. So, jetzt ist Schluss. Lara. So, die Kinder gehören. Hallo. Lara. Okay, Leute, wir müssen ins Bett. Deswegen, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.